Hey Leute, heute ein etwas ungewöhnliches Video, denn leider wurde ich in Brawl Stars gehackt. Wie wir hier sehen können, kann ich aktuell auf das Konto auch nicht mehr zugreifen, was ein gutes Zeichen ist, weil ich es damit geschafft habe, dass der Hacker erstmal nicht mehr rankommt. Aber ich würde sagen, wir legen erstmal los und ihr seht, was vorher alles passiert ist und wie genau das gekommen ist. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Okay, 10 Minuten später und ich habe festgestellt, ich bin nicht der Einzige. Gleich 3 andere große YouTuber wurden auch gehackt. Bei ihnen wurde auch eine ganze Menge ausgegeben. Deswegen würde ich erstmal sagen, wir schauen erstmal auf diesem Account. Welchen Stand wir haben, was wir auf den ersten Blick sehen können, ist erstmal der Name. Der wurde geändert. Davor hieße ich weiß es gar nicht. Ich glaube irgendwas mit Jonas einfach. Und der Hacker hat sich einmal nicht besonders Mühe gegeben, denn er hat einfach seinen Namen reingeschrieben. Deni-NoobSoS oder SOS. Also wahrscheinlich heißt der Typ, der hier auf diesen Account zugegriffen hat, Deni. Schätze ich mal. Okay, wenn wir einmal hier durch die Brawler gehen, sehen wir uns fehlt zum einen natürlich Otis, ansonsten haben wir hier alle Brawler. Schauen wir mal, ob irgendwer neu ist. Oh Gott, neu? Okay, aber der ist auch schon ein bisschen hochgepusht, ich bin jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, ist oder hat Star Powers eventuell gezogen, ne? Da steht neu, oh Gott. Ich weiß es natürlich nicht, müssen wir gleich alles abchecken. Was wir nämlich jetzt rausfinden müssen, ich weiß nicht genau, wie viele Accounts, wie viele Gems und Starpunkte vorher drauf waren, ob jetzt welche weg sind. So, dann haben wir einmal hier Spike, eine neue Star Power. Ich schaue jetzt ein bisschen durch, was wir jetzt neu haben, Alter. Also wenn das wirklich stimmt, dann hat er echt ein fettes Opening gemacht. Kann halt sein, dass ich noch 2000 Gems also drauf hatte. Tick auch neue Star Power, Nita auch sehen wir, Max, Rico, Alter. Aber vielleicht habe ich die Sachen einfach noch nicht angetippt. Ich kann es halt jetzt nicht genau sagen. Von den Trophäen sieht es eigentlich relativ normal aus, weil ja eher so ein zweiter Account. Da sind die meisten so zwischen 100 und 300 Trophäen. Also ansonsten sehen wir auf jeden Fall hier 10.000 Starpunkte und 64 Gems sind noch übrig. Und er hat wahrscheinlich dann sogar einfach irgendwas ausgegeben, denn wir sehen sogar, okay, ist noch einiges übrig. Jeder hat es noch nicht abgeholt, okay, die Sachen. Dann scrollen wir einmal rüber. Wir sehen nämlich, er hat auch einen Creator-Code eingegeben und zwar Xusi. Hier haben wir einmal seinen Kanal. Das ist natürlich mal ein großer Hinweis, wo der einzelne Creator oder wo natürlich vor allem der, ja, der Hacker, sage ich mal, der sich den Zugriff verschafft hat, herkommt. Wir sehen, Xusi hat auch hier seine Titel. Wir hören es ja auch. Was ihr hier hört, ich habe es nämlich schon mal übersetzen lassen, ist auf jeden Fall ungarisch. Das heißt, hier wurde ein ungarischer Creator-Code eingetragen. Natürlich sehr speziell. Ich glaube, in Ungarn sprechen die auch nur ungarisch. Okay. Wir machen erstmal einen Creator-Code raus hier an der Stelle. Also nichts gegen ihn, aber machen jetzt hier mal meinen Creator-Code rein wieder. Jo, Jonas einmal. Und ich glaube, als nächstes gehen wir mal jetzt nämlich hier in die Einstellung. Und hier, ja, da haben wir es schon. Da haben wir es schon, Leute. Also die Sprache hat er nicht umgestellt. Die ist auf Deutsch, aber die Region ist halt echt auf Ungarn. Ey, ich kann es echt nicht fassen. Ich muss euch gleich auch die anderen Leute zeigen, die dasselbe Problem hatten. Also ich frage mich halt, wie der das auch in so einer Breite hinbekommen hat. Okay, machen wir den Standort erstmal wieder zurück und versuchen hier natürlich erstmal den Account da wieder ein bisschen zu fixen. Und jetzt natürlich vor allem auch noch in der Folge den Account wieder sichern. Den machen wir einmal hier auf Deutschland zurück und ja, ich meine, viele würden es denken, es ist Clickbait, aber ich kann euch gleich mal zeigen, ich bin halt nicht der Einzige, den es auch passiert ist. International ist es, ich kann es euch gleich zeigen. So, kurze Recherche und ich habe Folgendes rausgefunden. Das hier ist so ziemlich der zweitgrößte ungarische Content Creator, also es scheint wirklich so ein Problem aus Ungarn zu sein, denke ich mal, dass es halt ein ungarischer Zuschauer ist, der das Ganze macht. Das ist Schomak und wir sehen hier schon mal sein Thumbnail Feltürek Abraz, das übersetzen wir einmal hier auf das, und gehen aufs Video. Sein Titel lautet übersetzt auf Deutsch, mein Brawlers Konto wurde gehackt. Das Ganze ist vor ungefähr einer Woche passiert. Im Grunde genommen erzählt er, denke ich, in diesem Video, genau da sehen wir es auch nochmal, dass sein Account gehackt wurde und dann wurde der Account tatsächlich hier auch dann so gesperrt, dass keiner mehr drauf zugreifen konnte. Das soll natürlich jetzt im besten Fall nicht passieren mit dem Account, aber das ist der Stand von ihm vor einer Woche. Wurde, glaube ich, soweit ich es gesehen habe, inzwischen geklärt. Und wir haben hier den nächsten tatsächlich, Brawlers MMA, am selben Tag noch von Jomax, also dem ungarischen Creator, wurde der auch gehackt. Wir sehen es, 1,6 Millionen Abonnenten, da sehen wir. Den Titel ist halt in dem Fall auf Russisch, also ist ein russischer Spieler auf jeden Fall. Er ist jetzt hier nicht auf dem Account. Oder hier zeigt es nochmal, genau. Und auch hier Account gesperrt. Und der dritte, der tatsächlich auch gehackt wurde, wenige Tage später, ist genau der Creator, bei dem der Creator-Code gerade drin war. Das ist nämlich dieser Sushi. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Der wurde auch gehackt. Bei dem wurden alle Gems, alle Clubcoins, alles wird ausgegeben, meinte er. WTF, das bedeutet, das scheint so ein Serienhacker zu sein, sage ich mal. Also, Folgendes konnten wir bisher bei den Hacker herausfinden. Er kommt aus Ungarn und ist halt wahrscheinlich auch ein Zuschauer dieser YouTuber. Der hat bei denen zuerst angefangen, ist dann auf einen russischen Zuschauer und jetzt ist das total random, warum auch immer, auf meinen Account gegangen. Die Fragen, die noch offen sind, ist, wie ist das passiert, was hat er gemacht und natürlich, wie können wir das jetzt verhindern? Also bisher wissen wir, er hat den Namen geändert, Trophäenpfad, ich weiß gar nicht, hatte ich da noch was offen? Ich glaube zum Glück nicht, ich glaube, das hat er eigentlich in Ruhe gelassen. Brawl Pass schon mal kurz rein. Habe ich das, glaube ich, gekauft? Ne, hat er, glaube ich, gemacht, ich weiß es nicht. Die Sprache haben wir jetzt schon zurückgestellt, haben wir einen Club? WTF, Digga, er ist einfach in einen ungarischen Club oder wie? Hier steht immer auf Ungarisch nur Pros und keine Noobs, also er ist auch in einen ungarischen Clan einfach reingegangen, hat einen alten Clan einfach verlassen. Dann würde ich erstmal sagen, verlassen wir jetzt hier den Club und lassen es erstmal so in Ruhe. Choki. Wer ist Choki überhaupt? War das der Club, mit dem wir gerade drin waren? Okay, also Choki.
Schoki heißt auf Ungarisch Schokolade. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall kein Hinweis. Das ist eher halt ein ganz normaler Name, okay. Okay, Zeit rauszufinden, was er gemacht hat. Also Kampflog, wir sehen, vor 6 Tagen ist es passiert. Das ist genau die Zeit, in der auch die anderen Accounts gehackt wurden. Der hat das massenhaft gemacht. Also wenn wir hier zurück, wir können noch weiter zurückgehen. Wie viel hat er gespielt? Wir gehen zurück. Wir sehen hier einfach nochmal den Kampflog. Junge, er geht so weit zurück. Er hat Jägermodus gespielt. Er hat Solo-Showdown gezockt. Er hat alles Mögliche gespielt. Und ja, wir schauen uns mal ganz kurz an, was hier so passiert ist. Wir können gar nicht durchscrollen. Der hat locker mehrere Stunden auf dem Account gespielt, Sachen ausgegeben, Skins gekauft und Trophäen gepusht. Das ist das Letzte, wo wir hin zurückschauen können. Wir sehen einfach, wie er hier in eine Solo-Showdown-Runde mit Crow geht. Genau, wir verfolgen. Wo ist er denn jetzt hin? Da haben wir ihn. Digga, er flext einfach. Er fühlt sich doch cool. Er bringt einfach die Sonnenbrille. Hat meinen Mecha-Crow-Skin. Ich weiß gar nicht, ob der drauf war oder ob der gekauft ist noch für 10 Euro. Bringt irgendwelche Sprays, teamt mit den Leuten und bringt... Boah, Digga, das macht mich so aggressiv, wenn ich das sehe, ne? Der hat tatsächlich so viel auf diesem Account gespielt, dass ich gar nicht mehr nachschauen kann, was er alles gemacht hat. Er hat meinen 36er Crow gespielt. Also wir sehen, also er hat aber eigentlich... er hat damit auf jeden Fall zumindest auch Plus gemacht. Hier hat er Platz 1 mit Leon geholt, nochmal Platz 3. Das Problem auf diesem Account ist halt, dass die Brawler eigentlich dafür gedacht waren, um halt ein Format zu machen, 0 auf 750 Trophäen pushen zum Beispiel. Das heißt zum Beispiel, Leon hatte ich, glaube ich, auf 0 Trophäen. Aber vielleicht habe ich ihn auch schon ein bisschen gepusht. Man macht dann natürlich auch den kompletten Account kaputt für zukünftige Formate. Und das kostet mich auch einen Haufen Geld natürlich. Junge, er hat den Koralle Weltskin einfach. Hat er sich den gekauft oder habe ich den gekauft? Okay, also es wird jetzt wirklich Zeit. Ah nee, das ist er. Er hat den Octofangs, glaube ich, den weiß. Habe ich den gekauft? Ich weiß nicht. Wir müssen gleich mal nachschauen. Und er spielt auch mit Jean-Marc Mini. Einfach. Keine Ahnung. Vielleicht ist er echt ein Zuschauer von dem oder vielleicht ist es auch gar nicht der offizielle Mini-Account. Ich weiß es nicht. Ich muss es irgendwie rausfinden, was ich auf diesem Account vorher drauf hatte. Ich suche mal ein altes Video raus. Wir sehen auf jeden Fall, dass er sich eine Octofang-Skin gekauft hat mit meinen Gems. Das ist halt absolut lost. Digga, keine Ahnung. Das ist der letzte Stand vom Account, der war übrigens vor einigen Wochen, den ich jetzt gerade gefunden habe auf YouTube. Da hatte ich 7000 Star Points, also zumindest die Star Punkte dann nicht ausgegeben. Münzen habe ich auch ein paar weniger. Also wenn wir es mal verfolgen, sehen wir, er hat hier erst ein bisschen Crow gezockt und da hat er sogar Plus gemacht. Alter, okay, erster Platz, oha, plus 18. Also er hat wenigstens ein bisschen Plus gemacht, aber macht es auch nicht unbedingt besser. Dann ist er auf Leon geswitcht. Den wollte ich eigentlich noch, wie gesagt, für eine Push-Folge aufheben. Plus 10 Trophäen hier gemacht, sehr entspannt. Nochmal plus 6, da können wir jetzt keine Wiederholung schauen, weil er da zu low ist. Dann 8, er hat zumindest ein bisschen Plus gemacht. Okay, jetzt 9. auf den Trophäe. Oh Gott. Dann ist er einfach auf 8-Bit. Wieso ist er genau auf Solo-Showdown 8-Bit? Da schauen wir auch gerade mal rein. Was ist das gewesen? Yo, es war so klar. Hat er sich diesen Skin geholt oder hatte ich den schon drauf? Der hat alle Brawler gepickt, auf denen er irgendwelche geilen Skins drauf hatte, ne? Und dann noch immer gespinnt und Emotes gemacht. Alter, ich fass es nicht. Es ist wie, als ob es gescriptet wäre. Ich meine, wenn es jetzt nicht anderen YouTubern passieren würde, würden jetzt alle denken, ich würde mir das ausdenken. Aber es ist halt sowohl den Ungarischen als auch dem Russischen als auch mir passiert. Allen YouTubern passiert das irgendwie. Ich weiß nicht, wem noch. Dann mit 8-Bit hat er eigentlich auch echt... Also er hat ein paar Trophäen gepusht, will ich mir auf jeden Fall lassen. Dann wieder hier mit 8-Bit plus 2 Trophäen. Dann minus 6 und dann hat er wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt, oder? Ja, dann ist er gewechselt auf den Boxer, weil ich da den Helium-Boxer-Skin habe. So, dann ist er mit dem Boxer, ist er hier erster gewechselt. Nee, ist er auf Fang gewechselt noch, den ich noch auf 0 Trophäen hatte. Den hätte ich noch für eine Push-Folge in Zukunft brauchen können. Und den pusht er einfach. Und kauft sich noch den tollen Octo... Digga. Er hat auch den Octofang-Skin dafür gekauft. Dann ist er noch auf Ems. Wieso zur Hölle ist er auf Ems gegangen? Ems ist komplett random. Wahrscheinlich einfach, weil er Ems mag oder so, schätze ich mal. Wir schauen mal hier. Ems hat da den Superfan-Ems-Skin. Keine Ahnung, wie er jedes Mal Pins spammt. Alter, ich krieg echt Aggression, wenn ich das irgendwie sehe. Ich meine, es ist guter Content, ne? Es ist unterhaltsam, sich anzuschauen, aber irgendwie... Es macht einen auch sauer, einfach zu sehen, wie dieser Typ auf meinen Account zugreift, meine Gems ausgibt und meine Brawler pusht und nur noch... Ach, Digga, nee, das kann ich mir echt nicht anschauen weiter. So, wir sehen mit Fang hat er dann Jägermodus Platz 1 geholt. Also er hat gut Plus gemacht, wie gesagt. Dann mit Fang Platz 8, minus 5. Dann wieder 8er Platz, minus 5, okay. Dann Platz 3 plus 6, okay. Und dann 4. Dann hat er Duo-Showdown mit Spike gemacht. Mal schauen, was hat er da wieder gespielt. Übrigens auch mit einem Teammate. Den hat er geedit. Wir haben noch gar nicht in die Freundesliste geschaut. Stimmt. Das ist Jean-Marc Mini, also wahrscheinlich irgendein Zuschauer wieder von diesem ungarischen YouTuber. Wahrscheinlich einfach ein Freund. Den hat er einfach eine FA auf meinem Account geschickt. Da habe ich irgendeinen ungarischen Zuschauer, der seinem Freund, dem Jean-Marc, noch eine Freundschaftsanfrage geschickt hat. So, wir sehen es hier nochmal. Digga, der wird so geflext haben mit den Accounts. Silber Spike, den hat er sich selbst gekauft. Den hat er sich Safe Call gekauft. Um unser Konto jetzt zu schützen, müssen wir uns einfach jetzt hier über die Einstellung Hilfe und Support einfach einmal an den Support wenden und dann eben da die Informationen weitergeben, dass, ja, dass unser Konto natürlich gesichert werden kann. Und ich werde auch am besten direkt auch mit den Community-Managern sprechen von Supercell, die mir auch weiterhelfen, weil sowas da schon häufiger passiert ist. Zuletzt natürlich die Frage, wie konnte das passieren und wie könnt ihr euch dafür schützen? Es ist relativ einfach, gebt eure Informationen nicht im Internet weiter. Das Problem ist bei mir natürlich, dass ich als YouTuber und auch die anderen YouTuber ihre Informationen halt echt sehr, sehr öffentlich preishaben und halt auch sowas wissen wie
irgendwie, keine Ahnung, natürlich auch Alter, Aussehen, sonstiges natürlich auch, aber halt auch so Informationen, zum Beispiel über die Browser-Konten und so, sodass es für den Hacker dann irgendwie möglich gewesen ist, an die Konten ranzukommen. Zum Ende kann ich sagen, dass das Ganze noch relativ klimpfig ausgegangen ist. Ich meine, es ist jetzt kein großer Schaden entstanden, die meisten Skins, ich meine halt auch ein paar Skins gekauft, es geht, pushen ist auch nicht ganz so schlimm. Die Gems, die halt weg sind, sind echt dumm, das ist natürlich Geld, das ich verloren habe, das halt weg ist, kann ich jetzt euch nicht mehr zeigen für den Content. Auf jeden Fall gibt es schon ein offizielles Update, und zwar wurde der Spieler gefunden, er ist inzwischen auf allen Accounts rausgeworfen. Ich weiß halt nicht, ob er auf meinem raus ist, weil der ja auch noch nicht bekannt war, der Fall. Und ich hoffe auch, dass sie ihn in Zukunft für alle Supercell-Spiele sperren würden, weil das wäre auf jeden Fall absolut verdient. Würde ich sagen, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, wenn ihr auch in Zukunft keine Bros-Videos verpassen wollt. Sorry für das etwas andere Video, aber ich hoffe, es hat euch geholfen und vielleicht war es auch ein bisschen unterhaltsam für euch zu Hause. Haut rein, ciao!